Kassenalarm, wir stellen uns quer. Dieses Schild habe ich soeben persönlich hier hingeklebt. Und doch, ich muss feststellen, die erwarteten Demonstrationen bleiben bisher aus. Ja, die Jugendlichen, sie sind politikmüde geworden, sie sind protestmüde geworden, sie sind den Protest leid und sie sind, glaube ich, auch des Protests überdrüssig geworden. Sie bleiben lieber zu Hause und spielen mit der PlayStation. Ich setze mich hier für euch hin. Ihr sitzt zu Hause vor der PlayStation und vorm Fernseher und wichst und fummelt mit der Freundin und habt euren ersten Sex und gut, sollt ihr auch haben. Ich möchte da überhaupt nicht im Wege stehen, aber ihr sollt auch nicht das Gefühl haben oder euch später von euren Kindern vorwerfen lassen. Wir müssen uns alle von unseren, die ganze Generation soll sich später von den Kindern nicht vorwerfen lassen müssen, dass sie nichts getan hat damals gegen die Kastor-Sachen. Und hier sind wir auch schon am Block der totalen Chaoten. Sind Sie hier auch beteiligt? Nicht direkt, nein. Wir wollten die gerade nur mit Suppe versorgen. Sind Sie auch so ein richtig militanter Chaot? Natürlich. Aber selbstverständlich. Absolut militanter Chaot. Heute Suppe verteilen, morgen... Morgen Molotow-Cocktails. Übermorgen Bomben an die Auto des Arbeitgeberpräsidents. Ja? Mindestens. So, wem erzähle ich das jetzt hier alles? Lachen der Terrorismus. Weiter geht's. Sie bereiten sich quasi auf Straßenschlacht mit der Polizei vor. Sieht man das nicht? Todesmutig habe ich mich hier an einen Baum in der Nähe der Kastor-Bahngleise festgekettet. Und ich werde den Schlüssel jetzt wegschmeißen. Das Kreuz, das man da auch da oben sehen kann, da oben hat die Kamera das X, ja. So ein Zeichen ist, haben wir gedacht, vielleicht können wir euch von Krawallen abhalten, indem wir euch dekorativen Kreuzstich lernen lassen. Noch immer bin ich hier festgekettet an einem Baum in der Nähe der Bahngleise, über die der Kastorzug bald rollt. Hat da jemand von euch Lust drauf? Hobbywerkstatt, dekorativer Kreuzstich, eine tolle Sache. Und ist auch nur halb so verboten, wie sich an die Gleise ketten. Sehr gut. Jetzt betoniere ich mich in die Gleise. Sind Sie hoffnungslose Träumer oder Vorkämpfer für eine bessere Welt? Vier junge Menschen haben sich im Gleis einbetoniert, um die Weiterfahrt des Zuges zu verhindern, der atomare Brennstäbe nach Gorleben transportiert. Jetzt haben wir hier ein paar Demonstranten, die sind leider schon ausgeschieden. Und da möchten wir ja nicht, dass die sauer sind. Ja? Vor Ort sind die Reaktionen noch eher verhalten. Aber durch die geballte Medienpräsenz hoffe ich, Menschen zum Nachdenken zu bewegen. Hat ja leider nicht geklappt, wenn wir uns sehen. Ihr seid schon ausgeschieden, ja? Ja, leider. Aber das ist kein Grund, sauer zu sein. Ihr dürft euch ein Stück aus meinem Deko-Seifen-Potpourri aussuchen, ja? Das ist ja toll. Scheiß auf den Kastor, ja? Für jeden ein Stück Deko-Seife. Sag mal, hättest du was dagegen, wenn ich meinen Brennstab in deinem Kastor mal zwischenlagere? Wenn ich was? Ja, ich glaube, ich nehme den Frosch. Der ist so niedlich. Frosch ist schön, ne? Gerade auch, weil der Kastor ja aus Frankreich jetzt kommt, ja? Ja. Und den Froschenkelfressern. Diese Kreuzung hier, 2 Kilometer von Gümse entfernt, da. Ja, ist eine türkische Ortschaft hier mitten im Wendland, Gümse. Diese Kreuzung sollte man momentan gerade nicht mit 3 Promille befahren. Denn die Polizei kontrolliert momentan verstärkt. Pippi Langstrumpf ist jetzt gegen Kastor-Demonstranten? Wenn es so aussieht. Jetzt mache ich was ganz Hartes. Wir wollen keine Bullenschweine. Wir wollen keine Bullenschweine. Die Grünen, oder? Die Grünen sind auch immer das, was sie mal waren. Tja, und vorneweg Trittin und Fischer. Gemeinsam gegen Atomkraft. Immer. Haben Sie Lust, hier mit Ihrem Kampfhund mal auf die Polizisten loszugehen? Nee. Auch mit ein paar Schlägereien mit Polizisten geplant? Das kommt noch. Ja, auf jeden Fall. Erinnern Sie sich noch? Dirty Dancing, der Zauberwürfel und? Ihr werdet ja mitmachen? Na sicher. Ordentlich prügeln? Naja, denke ich mal. Sieht ihr, da hinten rücken ja schon die Einheiten der Bullen an. Seid ihr bereit für den Kampf? Ach klar. Ach hier, der Vogel hier. Schlägst du denn dann nur Polizistinnen? Und du dich mit Polizisten oder schlägst du auch Polizistinnen? Mal gucken, wer mich hauen will. Du fängst nicht an? Nee. Was? Nee. Also ich damals, ja, als ich noch demonstriert habe gegen Biblis 2, ja, da habe ich ja richtig also angefangen. Ich bin in die Polizeistation lange vor Baubeginn, lange vor der Baugenehmigung rein und habe da alle verprügelt. Schlägerei im Bordell, der Sekt war zu teuer. Ja, das ist Ihnen eine Meldung wert. Ordentlich prügeln, haben Sie gesagt? Ja. Erzeugt Gewalt. Ja, genau. Nichts anderes. Wir sind mal vom Fernsehen, wir müssen ja auch ein paar spektakuläre Bilder liefern, wissen Sie? Ich habe das mitgekriegt, wir waren in der Kirche. Wir haben für euch gebetet, dass ihr ruhig bleibt und auch die Polizei ruhig bleibt. Das wäre schon ein bisschen spannender, wenn Sie auch mehr, das wäre dann auch aufmerksamkeitsstärker, damit die Leute auch mehr auf die Atomproblematik hingewiesen werden. Das sage ich jetzt nicht zu. Ja, ich möchte... Sehen Sie, wenn die Argumentation siegt,
dann weiß man gar nicht, was man sagen soll. Ich bin mir sicher, dass die Welt bald wachgerüttelt wird. Dass die Menschen darüber nachdenken werden, ob sie weiterhin diesen Atomstrom wollen oder ob sie sich das nochmal gut überlegen. Und du auch hier? Habt ihr... Hier, Molotow-Cocktail schon dabei? Verarschen oder was? Euch verarschen? Nein. Das ist doch schon mehr als nötig passiert, glaube ich. Ja, weiter geht's hier mit den Verstreiten. Atomausstieg jetzt! Also hier sind die Bahngleise, da muss der Kasserzug auch bald vorbeikommen. Aber er wird nicht vorbeikommen, da ich mich ja an einen Baum in der Nähe festgekettet habe. Und er wird also da halten müssen. Weil er aus Sicherheitsgründen ja nicht einfach vorbeifahren kann, wenn ich hier festgekettet bin. Denn es könnte ja sein, dass er entgleist und mir auf den Kopf fällt oder mich überfährt. Ja? Ich kann mich natürlich nicht direkt an den Gleisen festmachen. Das wäre ja gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr und Nötigung. Tja, auf der einen Seite wird viel demonstriert und viel geschützt. Hundertschaften von Polizisten bewachen diesen Gefahrentransport. Auf der anderen Seite einfach achtlos liegen gelassen. Und Sie sehen ja, ringsherum alles noch wunderbar schön grün. Ja? Also so ein bisschen Castor-Gestrahle macht eigentlich gar nichts. Stopp den Castor! Stopp den Castor! Man kann auch ganz nah rangehen. Das tut gar nichts, ja? Also hier, das ist bombenfest. Das ist für die Ewigkeit gemacht. Wackelt ein bisschen, aber im Großen und Ganzen eine schöne Sache. Und Sie sehen ja, wie schön das Licht gibt abends. Ich bin immer noch hier festgekettet. Ich warte auf die Polizei. Ich habe gehört, die würden die Demonstranten, die sich festgekettet haben, immer losmachen. So, Stefan Raab, Boxweltmeisterin. Lächerlich. Ich zeige euch, wie es geht. So. Wo hat ein Polizeihund denn sein Arschloch? Na? Ja, 5-0 bis zum ersten Mal, aber nicht mehr. Wir wissen es nicht. An der Leine. Vielleicht komme ich ja noch an den Schlüssel irgendwie ran. Ich hab da hinten hingeworfen, leichtsinnigerweise. Nee. Wenn Sie das jetzt hier sehen, wäre ich ganz froh, wenn Sie mal hier in die Nähe von diesem Castor-Zug, von dieser Castor-Zugstrecke hier in Dannenberg kommen und mich vielleicht losmachen würden.